So, wir kriegen Honig rein, wir kriegen Weizen rein. Haben wir den Bäcker jetzt maximal? Nein. Haben wir noch nicht. So, da kommen unsere Baumeister, um unsere Palisade hochzuziehen. Ja, jetzt können wir die Mauer zumachen. So. Sag mal, wie weit in den Norden will die Viehherde noch wandern? Die hier habe ich zum Glück jetzt eingeschlossen. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. So, jetzt können wir zwei Tavernen auch hochziehen, weil den Honig kriegen wir langsam. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Ich frage mich jetzt nur noch, wie die Jäger an das Vieh da kommen wollen. Ob ich die vielleicht dann nach da oben verlegen müsste. Die Herde wandert weg. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Schon unterwegs. So, jetzt da wir... Stein reinkriegen. Können wir langsam unsere Wege ausbauen? Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Das dachte ich mir. Weil jetzt sind sie da oben. Das heißt, wenn ich den da errichten würde... Wie kriege ich die jetzt wieder nach da unten? Muss ich einen Teil meiner Mauer doch wieder einreißen? Und hoffen, dass sie wieder hier runtergewandert kommen? Schon unterwegs. Jawohl. Wie ihr wünscht. Sollte jetzt nicht so das Problem sein.
Alles klar. Verstanden. Schon unterwegs. Verstanden. Ei! Schon unterwegs. Schon unterwegs. Treibe ich sie mal wieder nach Süden. Schon unterwegs. Alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. Ei! Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Verstanden. Alles klar. Auf euren Befehl. Ei! Schon unterwegs. Sofort. Ei! Alles klar. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Das ist nicht so wirklich toll. Schon unterwegs. Na gut. Ei! Erstmal die Löwen jetzt ausradieren. Ehrlich gesagt, einfach mal hoffen, dass das Jagdwild wieder nach da unten kommt. Wie ihr wünscht. Haltet die Augen offen! Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Wie ihr wünscht. Sofort. Schon unterwegs. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ihr habt die Löwen vertrieben. Nun haben wir unsere eigene Wasserversorgung. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ja, damit haben wir unsere ersten Verbündeten. Alles klar. Verstanden. Wie ein ihr Jäger wünscht. Sucht vergeblich auf nach euren Befehl. Ei! Schon unterwegs. Unser Dorfältester ist beeindruckt davon, wie ihr unserem Nachbardorf geholfen habt. Ich soll euch von den alten Quellen hier in der Nähe erzählen. Ei! Wenn ihr Wasser an einer dieser alten Quellen finden würdet, wären wir nicht mehr auf die Unterstützung von Husran angewiesen. Ah ja, ist echt doof, dass das Wild gewandert ist. Okay, das heißt... Jawohl! Wie ihr wünscht. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Es gibt hier insgesamt 3 alte Quellen. An einer müsste es Wasser geben. 4 alte Quellen. Nee. Verstanden! Schon unterwegs. Alles klar. Und ja, hier kann ich wieder dicht machen und ich kann den Jäger wahrscheinlich einreißen. Doof, aber kann man nichts machen. Zum Glück haben noch die anderen Jäger Jagdwild. Wie ihr wünscht. So, für die alten Quellen. Dies könnte eine der alten Quellen sein, die der Dorfälteste erwähnt hat. Wir sollten auf unser Glück vertrauen und hier nach Wasser graben. Ein Karren wurde ausgesandt. Schon unterwegs. Die brauchen Steine, aber ich brauche auch Steine, um meine Pokémon auszubauen. Verstanden. Damit wir den nächsten Rang erreichen können. Ohne den nächsten Rang keine Belagerungswaffen.
Ohne Belagerungswaffen keine Chance, Husran einzunehmen. Und ja, wir kriegen ja recht gut Steine. Aus zwei Steinbrüchen. Und ja, man merkt, jetzt geht unsere Nahrung runter. Das heißt, wir werden den Metzger durch einen Bäcker ersetzen müssen. Also was heißt unsere Nahrung? Unsere Tierkörper gehen runter, weil wir jetzt einen Jäger weniger haben. Noch haben wir kein Wasser gefunden. Wir können tiefer graben oder eine andere Stelle versuchen. Ja, wenn, dann versuchen wir erstmal die anderen drei Quellen noch, aber erst wenn wir unsere Burg ausgebaut haben. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Na, ich glaube, Klamotten könnten auch bald ein Problem werden. Das ist jetzt echt ärgerlich, dass mir ein Jäger abhanden gekommen ist. Aber wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Wenn nicht, können wir immer noch eine Metzgerei wieder einreißen und durch eine Gerberei ersetzen. So, das ausbauen. Was können wir eigentlich? Holz. Ja, die Tiere werden wir nicht mehr kriegen. Ja. Hey, cool. Wir brauchen nicht mal mehr einen Ritter hier. Wir können jederzeit Wurst kaufen. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Jawohl. So, schicken wir Hakim zur nächsten Quelle. Okay, schicken wir Hakim erst wieder zurück. Ei. Dass er seinen neuen Titel kriegt. Naja, wie gesagt, das ist dann Belagerungswaffenteile herstellen. Und Badehäuser und... Es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. Jawohl! Machen. Ein Karren wurde ausgesandt. Jawohl. Gut. Schon unterwegs.
So, die nächste alte Quelle. Badehäuser ausbauen. Ein Karren wurde ausgesandt. Alles klar.